Domian, das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich freue mich, dass ihr da seid. Wir sind auch wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht heute, wie immer mittwochs. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter unserer bekannten und kostenfreien Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Bin gespannt auf den ersten Anrufer, der eine Frau ist. Das ist Claudia. Claudia ist 38. Guten Morgen. Morgen, grüß dich. Ja, Claudia. Um was geht's? Weswegen hast du angerufen? Ja, ich wollte einfach mal ein bisschen über Transsexualität erzählen, wie es mir dabei geht und wie andere es sehen, wie ich mir wünschen würde, wie es andere sehen. Das heißt, du bist eine transsexuelle Person. Richtig, also ich bin als Mann geboren, lebe aber seit 20 Jahren schon als Frau. Seit 20 Jahren? Bist du operiert? Nein, und das mache ich auch nicht. Warum nicht? Nee, ich mache das aus dem Grund nicht, weil ich am Anfang meiner Transsexualität war schon so, dass ich überzeugt war, ich muss diese Operation machen, um Frau zu sein. Mhm. Aber im Laufe der Jahre und in diesen 20 Jahren bin ich der Überzeugung näher gekommen, ich bin danach auch keine Frau, ich bin eine operierte Transsexuelle. Mhm. Das auch wirklich dann im intimen Bereich, es ist für einen Mann spürbar. Also lebst du jetzt nach wie vor im Körper eines Mannes? Ich lebe nach wie vor... Mehr oder weniger? Ich kann es anders beschreiben. Ich lebe im Körper einer Frau, weil das habe ich hormonell auch beeinflusst, nicht? Ich habe halt nur noch ein männliches Genital. Ja. Ich nenne es gern Fleischklos. Brust hast du? Brust habe ich rein durch Hormone. Ja. Und deinen Penis nennst du einen Fleischklos? Ja, das möchte ich jetzt nicht. Ja. Es ist halt so eine scherzhafte Bemerkung, aber es ist... eben einen Teil meines Körpers, den ich nicht so gern mag. Ist das so, dass aufgrund der hormonellen Behandlung der Penis sich verkleinert und die Hoden auch zusammenschrumpfen? Natürlich, nach langjähriger Behandlung mit Hormonen der Art. Das ist so. Schon so. Mhm. Also auch meine aktive Sexualität ist damit vollkommen auch ausgeschaltet. Das heißt, du kriegst nie eine Erektion? Ja, doch schon auch. Ja, das heißt auch... dass du dich selbst befriedigst? Nee, das mache ich nicht. Das ist. Warum nicht? Nee, das verstößt einfach gegen meine eigene Art von Ethik. Erklär mal. Ja, also ich lebe ja als Frau. Mhm. Nicht? Und da gehört das eben nicht dazu. Also das sich selbst befriedigen mit einem Penis gehört nicht dazu. Richtig, genau. Mhm. Aber das bedeutet ja, dass du dann seit vielen, 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 vielen Jahren ohne einen Orgasmus lebst. Also ich habe anale Orgasmen. Ach so. Hast du eine Partnerschaft? Ja, habe ich. Mit einem Mann? Mit einem Mann. Mit einem Mann. Wenn, dann auch ausschließlich nur mit Männern. Ja. Also ich mit Frauen. Ja. Geht gar nicht. Das stelle ich mir sehr schwierig vor, einen Partner zu finden, weil der Partner muss ja schon in besonderer Weise gestrickt sein. Der ist nicht schwul. Aber ja. Der ist auch nicht ganz heterosexuell. Was ist der Partner? Der Partner ist irgendwie so ein bisschen bi oder? die Partner, die ich habe, waren ganz unterschiedlich. Der derzeitige ist jemand, der das auch schon mag und das auch akzeptiert, dass mein Genital im sexuellen Bereich wirklich kein Spiel oder nicht mitspielen darf. Ja, das heißt, während der Sexualität berührt dein Partner deinen Penis überhaupt nicht. Das ist eine Tabuzone. Genau, richtig, ja. Und aber den Rest, den wir praktizieren, das macht uns beiden Spaß. Ja, also kann man gar nicht so benennen, wie er ausgerichtet ist. Das ist irgendwie so eine Mixtur aus verschiedenen Interessen. Das war einfach ganz witzig, wir haben uns gefunden. Ja. Das war, und ich bin lange auf der Suche gewesen. Das glaube ich. Wie hast du ihn kennengelernt? Internet. Im Internet? Ist ja die Quelle dafür. Und wie lange besteht diese Beziehung jetzt schon? Ja, jetzt ist es schon ein Dreivierteljahr. Dreivierteljahr. Ja. Hm.
Das bedeutet, wie du es gerade beschrieben hast, dass du, wenn du aus der Dusche kommst und dich nackig vorm Spiegel siehst, guckst du nicht gern nach unten. Ach du, da habe ich kein Problem mit. Ich habe einen Spiegel, der nur bis zum Oberkörper geht. Ach so. Ich kann mich im Spiegel im Badezimmer nicht ganz nackt sehen. Ist ja praktisch. Du bist 38 Jahre alt. Richtig. Seit 20 Jahren lebst du als Frau und du bist als... Die ersten Versuche waren natürlich waren wahrscheinlich früher, aber seitdem halt offiziell. Und dein Pass, Personalausweis, ist alles umgearbeitet, umgeschrieben? Da steht mein original weiblicher Name drin. Ah ja. Wie war dein früherer männlicher Name? Das sage ich jetzt. Das sagst du nicht? Nee. Das ist ja unangenehm. Nee, ja, das ist mir unangenehm. Ja, verstehe, ja. Wie hat deine Familie damals darauf reagiert, die Eltern, die Verwandten, als du gesagt hast, ich bin nicht so normal, wie andere normal sind? Ja gut, also die Verwandten haben mal ganz mit mir abgeschlossen, nicht? Also da war der Kontakt dann einfach weg. Und die Eltern? Meine Eltern wussten sich damals, du musst dir das vorstellen, als es bei mir war, wir hatten eine ganz andere Situation, auch gesellschaftlich mit der Einstellung gegenüber Transsexuellen. Mhm. Sie wussten sich nicht anders zu helfen, als mich in die Psychiatrie zu stecken, eben in die Richtung Umerziehung. Mhm. Das war damals noch so gang und gäbe. So wie man das früher auch mit Schwulen gemacht hat. Ja, richtig, mhm. Genau. Mhm. Und und das hat mir eigentlich auch den größten Teil meines Lebens verbaut, nicht? Ich war raus aus der Schule. Gibt es denn heute Kontakt zu den Eltern? Jetzt ist der Kontakt besser denn je. Und die akzeptieren dich so, wie du bist? Absolut. Und die sagen auch nicht den Namen, den du früher hattest, nein, zu dir, sondern nein, die sagen jetzt Claudia zu dir. Das hat Jahre gedauert, bis das wirklich gesessen hat, aber beide Elternteile reden mit mir in ihr- und sie-Form. Ja. Ganz klar. Hast du Geschwister noch? Nein. Nee. Nun muss man auch sagen, das ist natürlich auch für ältere Leute schwer, diesen Schritt dann zu machen und natürlich, das zu verstehen. Ja, ich habe auch vollkommenes Verständnis, nicht? Und ich meine, ich bin in der Situation, deswegen sagte ich auch eben, Internet ist für mich eine wunderbare Möglichkeit, jemanden kennenzulernen. Wenn ich jetzt ganz normal weggehe oder so, wird es für mich ganz schwierig, weil ich auch optisch, ich möchte jetzt mich nicht hochspielen, aber ich habe nicht die Erscheinung. Man sieht es mir nicht an. Also man könnte glauben, dass du wirklich von Geburt an für eine Frau bist. Und wenn ich jetzt unterwegs bin und mich lernt ein Mann kennen oder ich ihn, ja. Er kommt nicht auf die Idee. Ich muss mich immer outen. Ja. Wenn man das macht, du sagst, ich muss mich immer outen, und gerade hast du gesagt, das hat sehr lange gedauert, bis du deinen jetzigen Partner gefunden hast. Bist du doch sicher, hast du dir doch öfters im übertragenen Sinne eine blutige Nase bestimmt geholt, dass die Männer dann abgeschreckt reagiert haben oder vielleicht sogar aggressiv? Ja, blutig war die Nase deswegen nie. Mein Selbstbewusstsein vielleicht ein bisschen verletzt, aber letztendlich ist es darauf hinausgegangen, dass ich mich einfach früh genug oute. Mhm. Ich würde niemals einen Mann mit nach Hause nehmen und dann sagen, Bademantel auf und hier Surprise for you. Ja. Aber dennoch, wenn du in der Kneipe jemanden kennenlernst und dieses dann recht schnell am Anfang sagst, wie reagieren die Männer darauf? Gehen die? Sind die sauer? Du wirst lachen. Prozentual sind bestimmt 30% da, die dann noch interessierter sind. Ach, guck an. Die Jungs, wer hätte man gar nicht gedacht. Es gibt dann auch den Teil, der ganz ehrlich sagt, und nee, du, das ist überhaupt nicht mein Ding. Ja. Und es gibt auch welche, die ganz höflich bleiben und dann heimlich verschwinden. Mhm. Aber wie gesagt, bleibt auch was hängen. Ja, also sowas ganz Übles ist dir noch nie passiert als Reaktion? Doch, einmal. Aber das war wirklich auch in meinen Anfangszeiten, wo ich noch nicht so offen damit umgehen konnte und das halt einfach auch wirklich zu spät gesagt habe. Und kann dann auch mal passieren. Muss man dann hinnehmen. Ich denke, das war auch schon selbst mein Fehler. Ja, verstehe. Nicht? Also ich hätte es gar nicht so weit kommen lassen müssen. Wie lebst du heute? Bist du berufstätig oder? Ja, beruflich. Also ich bin Friseurin und Visagistin, nennt man Stylistin. Ja. Weiß man das in deinem Umfeld, die Arbeitskollegen? Teilweise. Ja. Teilweise. Also das Team, mit dem ich zusammenarbeite, natürlich wissen die das und würden das aber auch keinem anderen auf die Nase binden. Mhm. Aber wenn wir dann gebucht werden oder so, unsere Kunden, die sehen und wissen das eigentlich nicht. Hast du Kontakt? Ich bin noch nie darauf angesprochen worden. Ja. Hast du Kontakt mit anderen transsexuellen Menschen? Mhm.
Wenig. Wenig. Weil du gar nicht das Bedürfnis hast. Ich habe mich also ziemlich am Anfang meiner Zeit sehr viel, Entschuldigung, sehr viel mit anderen auch beschäftigt, war auch in der Selbsthilfegruppe. Mhm. Viva hieß die. Wie hieß die Gruppe? Viva. Viva. Mhm. Viva, das ist in München. Viva TV. Viva TV? Nicht zu verwechseln mit unserem schönen Musiksender. Nein, gar nicht, eben. Nee, aber einfach Viva, Selbsthilfegruppe für Transsexuelle im Google eingeben. Ah ja. Und da kann man mehr erfahren. Das ist also eine Seite, da geht es nicht um sexuelle Kontakte, sondern einfach um auch Informationen. Ja, und Tipps, wie man sich verhalten soll, was man machen kann und wohin man sich... Was mache ich, wie komme ich raus aus meiner alten Situation, wie mich wer transsexuell also, fühlt. Also, du machst einen rundum zufriedenen Eindruck auf mich, finde ich, Claudia. Ja, mache ich das? Ja, finde ich. Ich habe das Eindruck, das ist ein Mensch, der jetzt so sich und seine Rolle gefunden hat. Ja, und geht runter wie Butter. Ja, also ich habe hohen Respekt vor Menschen, die eine solche Geschichte hinter sich haben, weil ich glaube, das können wir uns gar nicht vorstellen, was das bedeutet, solche Entwicklungen, wenn man das Gefühl hat, ich lebe im falschen Körper, solche Entwicklungen durchzuziehen. Ich ziehe immer meinen Hut. Ich habe schon einige kennengelernt. Ja, und das war eben auch mein Anliegen, anzurufen. Ich möchte das einfach auch ein bisschen öffentlicher machen dürfen und sagen können, hey Leute, sind auch nur Menschen. Nicht? Ja, wir leben ja diesbezüglich schon in sehr guten und toleranten Zeiten, wie du gerade auch gesagt hast. Wenn man die Zeit so 10, 20 oder gar 30 Jahre... Leider gibt es immer noch Intoleranz. Ja, natürlich. Aber also ich tue mein Bestes, alles dagegen zu unternehmen. So, und das Gespräch war ein weiterer kleiner Punkt in diese Richtung, finde ich. Ein Mosaiksteinchen. Genau. Liebe Claudia, ich danke, auch. Ich danke dir sehr herzlich, wünsche dir alles Gute und viel Glück in der Liebe auch weiterhin. Ja, mal schauen, was da noch geht. Alles Gute, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Ich hoffe, ihr empfangt unser Fernsehbild gut. Ich habe nämlich hier auf meinem Monitor gerade gesehen, das wackelt immer so ein bisschen. Also das ist kein Kameramann, der an der Kamera wackelt, sondern das muss irgendwas Technisches sein. Ich hoffe, das geht aber jetzt gut. So, ich könnte euch sagen, was wir morgen machen. Morgen heißt unser Thema beobachtet. Und da möchte ich gerne mit Leuten reden, die schon mal heimlich beobachtet wurden. Sei es von einem Einzelnen oder sei es auch von einem Arbeitgeber, Stichwort Lidl. Oder ich möchte auch gerne mit Menschen sprechen, die heimlich beobachtet haben. Also zum Beispiel ein Verbrechen oder ja, vielleicht auch die Nachbarin beim Ausziehen, beim sich Ausziehen. Also das Thema heißt morgen beobachtet. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die beobachtet wurden oder die auch schon beobachtet haben. Ab 0 Uhr könnt ihr wie immer morgen anrufen oder rund um die Uhr mailen. Jetzt geht's weiter mit Simone. Simone ist 33. Hallo Simone. Hallo. Hallo Simone. Guten Morgen, oder? Ja. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Ja, es wird schwer zu sein, es kurz zu machen, aber ich versuche es. Also ich bin jetzt seit fast 2 Jahren Single, alleinerziehende Mama. Wie viele Kinder? Eine Tochter, die wird im nächsten Monat 4 Jahre alt. Okay. Mhm. Und eigentlich ist unsere Tochter ein absolutes Wunschkind gewesen. Mhm. Wir haben 6 Jahre lang rumgedoktert, bis dann endlich 2003 die Nachricht kam, ja, sie sind schwanger. Mhm. Mein Nochmann ist dann 2006 zum wiederholten Male zur Kur gefahren. Er hatte 1995 einen ganz, ganz schweren Motorradunfall und ist daraufhin dann alle 3 Jahre zur Kur gefahren. Mhm. Und ja, 2006, ein Tag nach dem Geburtstag unserer Tochter, also am 3., also Leonie ist am 2. Mai geboren und am 3. Mai ist er dann zur Kur gefahren. Mhm. Und nach 3 Wochen, ich merkte schon während des Kuraufenthaltes, dass er so komisch gewesen ist und er hat also gar nicht großartig viel abends am Telefon gefragt von wie es zu Hause läuft und kam mit so komischen Bemerkungen, wie ich es eigentlich finden würde, wenn man am Telefon mit seinem Partner Schluss macht. Und er hatte mir dann davon jemandem erzählt, den er da kennengelernt hat. Der hat also mit seiner Freundin am Telefon wohl Schluss gemacht, weil er da eine neue Frau kennengelernt hat. Und da habe ich ihm dann auch relativ deutlich gemacht, dass ich das ziemlich scheiße finden würde. Ja. Und dann haben wir jeden Sonntag besucht. Und da war dann auch schon zu spüren, dass er sich von mir gerne fernhält. Mhm. Also Umarmungen fanden nicht mehr großartig statt und die Abschiedsküsse, die waren auch relativ kurz und ja, tschüss dann und wir telefonieren und hat er denn in der Kur jemanden kennengelernt? Ja.
Er hat in der Kur jemanden kennengelernt? Ja, das habe ich dann im Nachhinein erfahren. Hat er während der Kur mit dir Schluss gemacht? Nein. Er kam nach Hause. Mhm. Dann hat er noch mehr oder weniger 3 Tage mit mir und unserer Tochter versucht, Familie zu spielen. Mhm. Man merkte aber irgendwie, dass er, er hat sich also mir überhaupt gar nicht angenähert. Und nach 3 Tagen habe ich dann irgendwann mal meinen Mut zusammengepackt und habe dann zu ihm gesagt, hör mal, was ist los mit dir? Mhm. Und war er dann, wir sollten vielleicht mal eine Auszeit nehmen und Er hat eine andere Frau und ihr habt euch dann getrennt. Mhm. Und seitdem bist du eine alleinerziehende Mutter seit 2 Jahren. Ja, mehr oder weniger, ja. Ja. Was ist der Grund deines Anrufes? Ich komme damit nicht so wirklich klar. Also er hat 4 Monate lang mir vorgegaukelt, dass er wiederkommt. Mhm. In diesen 4 Monaten hat er aber die ganze Zeit Kontakt zu ihr gehabt. Mhm. Er hat auch schon während des Kuraufenthaltes mit ihr geschlafen. Mhm. Lass uns jetzt mal nicht so sehr ganz weit in der Vergangenheit rumbohren. Ja. Ist er heute mit dieser Frau noch zusammen? Ja. Ja? Seht ihr euch auch ab und zu? Alle 4 Wochen kommt er hier runter, weil er lebt jetzt in Norddeutschland. Ja. Und diese Frau wohnt dort und er wohnt jetzt also fast an der dänischen Grenze. Und er kommt dann zu dir alle wegen des Kindes? Ja, alle 4 Wochen kommt er hier runter. Er hat es am Anfang alle 14 Tage versucht, aber das war dann wohl finanziell für ihn nicht so möglich. Wie ist denn dann die Stimmung zwischen euch beiden? Ihr seht euch momentan dann. Versuchen wir beide für unsere Tochter eine saubere Ebene zu finden. Mhm. Also ich reiße mich sehr zusammen. Und also eine was? Eine saubere? Ja, eine ordentliche, eine... Ich habe das zweite Wort nicht verstanden, eine saubere Ehe zu führen. Ebene. Nein, also, Ebene. Ja, dass wir vernünftig miteinander umgehen. Finde ich auch gut. Am Anfang war es nicht so von meiner Seite, weil mir fiel das unwahrscheinlich schwer. Okay, hat er denn irgendwann eine endgültige Äußerung gemacht zu seinen Gefühlen, was die dich betreffen? Ja, das war direkt von Anfang an schon, dass er... mich nicht mehr liebt und dass er nur diese Frau liebt und dass das seine große Liebe ist. Und ich habe das ja dann auch alles durch E-Mails erfahren, die er ihr geschrieben hat. Und du liebst ihn immer noch? Das ist jetzt die große Frage. Liebe ich ihn noch? Ich liebe ihn für das, was wir mal gemeinsam hatten. Das, was momentan ist. Ich vermisse ihn. Wenn du zaubern könntest, wenn ich für dich jetzt zaubern könnte, was würdest du gerne haben? Mein Familienleben. Das würde genau bedeuten, was? Ihn zurück. So wie es damals war. Nicht unbedingt so, wie es damals war. Nein, wir waren beide sehr, ich war ein sehr aggressiver Mensch. Er war ein sehr aggressiver Mensch. Wir haben es beide immer sehr, sehr gut geschafft, uns auf 180 zu bringen. Okay, du würdest dir wünschen, ein Familienleben mit den, ohne die Fehler von damals, aber mit ihm jetzt zusammen zu sein. Mhm. Ja, da läufst du einem Traum hinterher, Simone. Das weiß ich. Ja? Also wenn der dir das so klar gesagt hat und er ist seit 2 Jahren mit jemand anderem zusammen und der macht keinerlei Anstalten, irgendwie an dich wieder heranzugehen als Partnerin. Stimmt? Ja, das auf keinen Fall. Auf keinen also, Fall. Nein, also das, auf keinen Fall. Er versucht ständig mich anzurufen, aber das dann immer unter dem Hintergrund oder mit dem Hintergrund... dass er irgendwas über Leonie erfahren will. Ja, also das heißt, wenn das Kind nicht da wäre, dann würdest du von dem Mann gar nichts mehr hören und sehen? Vermutlich nicht, nein. So, das sind die Fakten. Und du bohrst in der Vergangenheit. Und aber du? Nicht bei ihm. Also das Nein, aber du, ja, natürlich, ja, klar. Aber du lebst nach hinten gekehrt und nicht nach vorne gekehrt. Ich habe das eigentlich relativ gut schon geschafft, nach vorne zu leben. Ich habe jetzt nur das Problem, erstmal kommt jetzt wieder das Wochenende, wo er Leonie abholt. Ja. Und im Mai ist sie für 11 Tage bei ihm. Mhm. Und zurzeit ist bei mir gar nicht so sehr das Problem, was es als Frau angeht. Da habe ich jetzt momentan so sehr gar nicht mehr das Problem. Aber er tut mir als Mutter auch sehr, sehr weh. Weil er nimmt an Leonies Leben überhaupt gar nicht mehr teil. Und das in Form von Telefonanrufen, Leonie leidet sehr darunter, dass er nicht mehr da ist. Und Kann das sein, dass du jetzt deinen ganzen Frust auch jetzt auf diese Thematik projizierst? Du hast ja Zorn, du bist ja nicht abgeklärt, du bist ja nicht abgeschlossen mit der Sache. Du suchst ja jetzt vielleicht auch nach jedem Haar in der Suppe, sage ich jetzt mal ein bisschen leger.
Lass uns mal die Geschichte noch mit dem Kind raus. Immerhin fährt das Kind für 11 Tage zu ihm. Mhm. Das ist doch schon mal ganz gut. Das ist an sich ist das positiv, ja. Aber? Nur ich habe, wenn ich alleine an Dezember denke, da habe ich mit Leonie 10 Tage lang im Krankenhaus gelegen. Mhm. Und er hat mir dann am Telefon noch vorgeworfen, ich würde das Kind todkrank reden. Mhm. Sie ist hier mit Blaulicht abgeholt worden, weil sie einen Fieberkrampf hatte, weil sie schon halluzinierte und ja. Er war überhaupt nicht dabei und wirft mir im Grunde genommen etwas vor. Okay, lassen wir das mal raus, da kann ich nichts zu sagen. Ich sage nur oder warne nur, dass du bist ja immer noch so eingebunden in diese Geschichte mit diesem Mann, dass du natürlich auch Zorn und Aggression auf ihn hast. Und dass man da geneigt ist, vielleicht auch etwas einen ungerechteren Blick auf die Dinge zu haben, glaube ich, ist fast schon verständlich. Das Wichtige finde ich in deinem Fall, dass du mit dieser Beziehung wirklich abschließen solltest. Und das hast du noch nicht. Wenn du den Traum hast, du möchtest eine Familie mit ihm leben, ein Familienleben, bist du so weit entfernt, mit der Sache abgeschlossen zu haben. Aber den sowas. Traum, den projiziere ich aber nicht in meine Realität, also nicht in mein reelles Leben. Naja, also, gut, aber du hast. Weiß ich das natürlich, dass das nicht mehr. Ja, aber es beschäftigt dich doch. Du bist doch nicht abgeklärt, was die Sache anbelangt. Du rufst mich. Mensch war mal meine große Liebe. Ja, war. Das ist vorbei. Es ist vorbei. So hart das auch klingt. Das haben wir alle erlebt. Das ist für uns alle, die wir das erlebt haben, furchtbar. Aber es ist Vergangenheit. Und dieses permanente Denken hinein in die Vergangenheit und sich vielleicht wieder die schönen Gefühle hervorzuholen und die dann ja zu verbinden mit Vorstellungen, wie es sein könnte, das ist alles Gift für die Gegenwart. Das war mir jetzt auch schon die ganze Zeit weg gewesen. Ich habe einfach Angst. Du bist nicht rigoros mit dir. Wenn du nach 2 Jahren gerade haarscharf angefangen hättest zu weinen, nochmal wegen dieser Geschichte, zeigt mir das, dass du so sehr noch verwickelt bist in all das. Und ich unterstelle dir auch mal, dass du nicht willens genug bist, da rauszukommen. Das muss man mit Disziplin machen. Das fällt nicht vom Himmel. Da kann man sich immer wieder reinfallen lassen in diese Gefühle oder man geht dagegen vor, indem man sich jegliche schöne Erinnerung erstmal verbietet. Weil es führt zu nichts. Es bringt gar nichts. Du musst frei werden. Für dich, du bist eine junge Frau von 33. Du wirst doch nicht dein ganzes Leben lang in Gedanken in diesem Mann hinterherhängen. Wollen will ich das natürlich nicht. Klar. Nein, also wahrscheinlich, es sei dir so zu gönnen, Simone, dass du auch eine neue Liebe findest. Ich glaube, im Moment bist du viel zu blockiert, noch immer dafür. Ich habe aber auch Angst, mich wieder neu zu verlieben. Warum? Erstmal, weil es nicht so einfach ist, einen Partner zu finden, ja. Dem man auch jetzt nicht nur ich als Frau vertrauen kann, sondern ich habe ein Kind und dieses Kind steht für mich an absolut erster Stelle. Das finde ich auch sehr richtig und auch sehr löblich. Ich möchte nicht, ich muss mit einem Partner zusammen sein, der nicht nur mich akzeptiert, sondern auch dieses Kind akzeptiert. Absolut, keine Frage, ich Simone. Ich das Gefühl habe, dieses Kind Simone. Auch mit diesem Partner mal alleine zu lassen. Natürlich, keine Frage. Ich verstehe auch deine Vorsicht. Das ist auch völlig okay. Aber du kannst die Vorsicht auch übertreiben. Du kannst das auch dir auch kaputt machen. Dass du auch Angst hast, dass du wieder verletzt wirst, ist auch klar, wenn man sowas mal erlebt hat. Aber da muss man auch gegen vorgehen. Wenn man sich nur von all diesen ganzen Ängsten und Sorgen und von der ganzen Skepsis einfangen lässt, ist man verloren. Dann wird man einsam alt. So ist es. Das heißt, eine gewisse Öffnung muss schon da sein und auch ein gewisses Risiko auch wieder eingehen. Aber der allererste Schritt für dich ist, dass du aus dieser Geschichte, aus dieser Beziehungsgeschichte wirklich abgeklärt rauskommst. Naja, ich meine, dafür mache ich seit 2 Jahren eine Therapie. Ich habe direkt im Anschluss daran gemacht. Ja. Und mache das auch noch weiterhin. Und es tut mir auch wahnsinnig gut, wenn ich meine Gesprächsstunde habe. Mhm. Aber es muss auch was mal rumkommen. Also nur reden und Therapie machen und es muss auch dann irgendwie vorangehen. Ich finde, 2 Jahre ist schon eine verdammt lange Zeit, in der du dich quälst und du sollst dich nicht so lange quälen. Ja, aber er hatte mir damals gesagt, Gefühle kann man nicht ein- und ausschalten. Und bei mir ist das eben genauso. Ja, aber man kann sich auch in Gefühle hineinsteigern. Ja, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er meine erste feste Bindung war. Ich habe ihn mit 21 kennengelernt und ja, das kann sicher damit zusammenhängen. Da hast du recht. Umso schwieriger ist das. Ich habe ihn auf so ein Podest gestellt. Und da musst du den runterholen. Ja, ich weiß auch nur, dass ich das nur schaffen kann, dass das kein anderer schaffen kann. Das glaube ich auch.
Liebe Simone, du bist zwar, du hast gerade mir gesagt, dass du in einer Therapie bist, deshalb, aber dennoch möchte ich sehr, sehr gerne, dass du mit meiner Psychologin noch ein paar Worte redest, die das Gespräch mitgehört hat. Ich habe dir meine Meinung ja auch relativ klar gesagt und bitte, bitte auch zu entschuldigen, dass ich das mit einer Schärfe sage. Ich glaube, das muss man auch. Ich bin immer sehr dankbar, wenn mir Freunde das so sagen, wenn ich mich so verwurstelt habe in irgendetwas. Manchmal helfen da ein paar klare Worte. Ja. Ja, wenn man das auch nicht so gerne hört am Anfang. Na, das hat nichts damit zu tun, dass ich es nicht gerne höre. Es ist ja so, dass mein Verstand es ja weiß. Ja, genau. Ja, ja. Es ist ja nicht, dass ich, nicht offen. Es geht jetzt hauptsächlich auch um die 11 Tage, dass ich Angst habe, wie kommt Leonie wieder. Okay, das könnt ihr beiden ja jetzt auch im Hintergrund nochmal vertiefen, was das Kind anbelangt, dass man das noch ein bisschen differenzierter bespricht. Anja heißt meine Psychologin heute Nacht. Ich bitte dich aufzulegen und Anja ruft dich an. Okay, danke schön. Alles Liebe, alles Gute, Simone. Danke, tschüss. Und der Thomas ist hier, der Thomas ist 46. Hallo Thomas. Hallo. Thomas, um was geht's? Ja, ich habe kein Problem mit meinem lieben Freund Christian. Und zwar liegt es daran, der hat eine Krankheit, die ist sehr, sehr, sehr selten. Die heißt Colitis ulcerosa. Was? Und die äußert sich dadurch, dass er unheimliche Bauchweh hat und halt es auch eine Belastung für die sozusagen Mitbewohner darstellt. Also weil nämlich, wie soll ich es am besten sagen? Ist das eine Baucherkrankung? Ja. Eine Magenerkrankung? Das ist eine chronische Entzündung des Dickdarms. Ach so, eine Darmerkrankung. Die meist so in Nähe vom After beginnt und dann so, je nachdem wie schlimm es ist, sich weiter nach oben fortsetzt. Und inwiefern ist das eine Belastung für dich oder für, was hast du gesagt, für die Mitbewohner? Also weil das stinkt. Also weil der halt dauernd pupsen muss, ne? Ach so. Ist das dein Freund, dein Partner oder dein guter Freund, dein bester Freund? Nein, wir leben schon seit 1992 zusammen. Ach so, und ihr beiden wohnt allein oder wohnen da noch mehr Leute? Wir hatten das schon mal. Und es war wirklich in der Zeit also auch lebensbedrohlich. Also man hat ja Gott sei Dank eine Therapie gekriegt hier in München. Ich vergesse nochmal die Frage, wohnt ihr zusammen in einer Wohnung? Ja, genau. Ja. Das heißt, er muss oft pupsen. Und das heißt, in der Wohnung, in eurer Wohnung stinkt es dann sehr, sehr viel. Richtig. Genau. Und das ist eine Folge von dieser schweren Darmerkrankung. Da kann er gar nichts für. Nee, überhaupt nicht. Es passiert halt. Natürlich ist das auch Stress für ihn in der Arbeit. Ne? Ich meine, was macht er beruflich? Der Altenpfleger. Aber ich meine, da fällt es relativ wenig auf, aber manchmal. Also, aber je nachdem, was halt gerade so los ist, da ist halt dann schon so, stell dir vor, im Lift oder sowas, weißt du? Ja. Wie oft kommt das denn vor? Kommt das stündlich vor, oder? Das tritt in Schüben auf, ne? Also das ist immer so wie, also Autoimmunerkrankungen sind, da kann man jetzt sagen, was man will, also die kommen teils von der Seele und teils vom Organischen, so genau weiß man das nicht genau. Hast du mich so angerufen, um mir zu erzählen, dass das dich so vom Geruch so sehr belastet, oder? Nee, ich leide mit. Ja? Warum leidest du mit? Weil, wie soll ich das am besten ausdrücken? Ich weiß genau, wie er sich quält. Und das ist so eigentlich mein. Also ist dieser Geruch ist nur eine Nebenerscheinung. Da kann man sich sogar dran gewöhnen. Ja. Ja. Also, wie lange hatte diese Erkrankung, sagst du? Das erste Mal so ist es aufgetreten vor, da kannten wir es noch nicht. Also so als er 23 war oder sowas. Und jetzt ist er 43. Also 20 Jahre, gut 20 Jahre. Jetzt war aber 10 Jahre Ruhe und das war ja das Tolle. Ach so. Ja. Und da kann man durch Operationen oder durch intensive Therapien nichts Großartiges stoppen oder verändern oder gar heilen? Nee, heilbar ist das überhaupt nicht. Und der kriegt halt ganz starke Medikamente. Das sind Zytostatika, also das geht schon in den Bereich Chemotherapie. Die nimmt das schon seit dem Jahr 2000. Das war eine Studie hier vom Klinikum Großhadern in München. Ja. Und danach war es eigentlich auch in Ordnung. Und
Jetzt gerade. Ist das denn verbunden bei ihm auch mit starken Schmerzen? Ja, genau. Starken Schmerzen und mit Blut im Stuhl und was genau. Dann alles so für unangenehme Dinge genau. Da hat bei Entzündungen im Darmbereich. Und eben dieser immer schwebenden Gefahr, dass es halt sich zum Darmkrebs auswächst. Ach so, genau, das wollte ich gerade fragen. Was kann schlimmstenfalls passieren? Also es kann umschlagen in Darmkrebs. Genau. Das heißt, dieses Damoklesschwert hängt immer über ihm und über euch. Genau, mhm. So ist das. Richtig. Ihr seid so lange schon zusammen, hast ja. Du gerade gesagt. Welche Rolle spielt diese Krankheit in eurer Beziehung? Ja, ich kann Ihnen nur sagen, wenn man das mal so einen richtig heftigen Schub mitgemacht hat und man hinterher noch befreundet ist, dann... So, dann liebt man sich auch richtig. Mhm. Das ist. Hast du Angst manchmal, dass du auch als Partner, der das ja dann nur alles so intensiv miterlebt, dass du irgendwann keine Kraft mehr hast und dass du sagst, ich kann es doch nicht mehr, ich trenne mich von dem Mann? Nee. Das nicht? Das nicht. Überhaupt nicht. Mhm. Würde niemals in Frage kommen. Also ich würde alles machen. Also ich meine, es gibt ja viele Leute, gerade hier in München in der Szene so, also ist es halt so, die halten uns schon für sagen wir mal so Urgesteine oder sowas, ja. Und ja, ich glaube auch, Thomas, dass man die wirkliche wahre Liebe und auch die wahre Freundschaft immer erst dann merkt, wenn es einem schlecht geht und wenn der andere dann zu einem steht und wenn der andere rigoros zu einem steht, ohne Wenn und Aber. Insofern, ohne Wenn und Aber. Und genau. Insofern Respekt vor deiner Haltung und vor eurer Liebe dann auch. Aber es ist natürlich schwer, es ist natürlich fürchterlich, ja, und oft mit der Angst zu leben. Ja, stell dir vor, jetzt fliegen wir demnächst weg, am 15., das ist zwar nicht weit, aber ich stell dir vor, im Flugzeug, du weißt ja, wie eng das da ist. Ne? Mhm. Und ja, wenn dann. Ich habe es gerade nicht verstanden. Was ist am 15.? Da fliegen wir halt wohin? Achso, ja? Achso. Und wenn. Fliegt ihr lange? Na, anderthalb Stunden. Ja. Aber ich vermute mal, dass in all den vielen Jahren ihr schon des Öfteren mal geflogen seid, oder? Ja, schon, aber da war ja auch alles in Ordnung. Achso, jetzt hast du Angst, dass da im Flugzeug was passieren könnte. Und zum Beispiel, und dann ist halt, wenn es dann wirklich schlimm geht, dann muss halt sofort ein Notarzt da sein. Was könnte dann schlimm sein, außer dass die Geruchsbelästigung auftritt? Was könnte dann im schlimmsten Fall sein? Ja, das ist halt, wie gesagt, also das ist halt ständiger Drang, aufs Klo zu gehen, und wenn das dann nicht mehr funktioniert, dann läuft die sowieso runter. Mhm. Und dann muss man ins Krankenhaus. Ja, da muss man auf jeden Fall. Ja. Wie heißt die Erkrankung? Sag nochmal den Namen. Colitis ulcerosa. Mhm. Und vor allen Dingen ist es auch wichtig, dass die Leute eigentlich, ich wollte eigentlich damit auch sagen, den Leuten ein bisschen, es gibt in Deutschland insgesamt, es gibt noch eine andere Krankheit, die ist noch schlimmer, die heißt Morbus Crohn. Mhm. Ne? Mhm. Die betrifft den gesamten Verdauungsapparat, das heißt, das geht los an der Speiseröhre, endet am After, ne? Mhm. Und die Menschen, die sind, also denen kommt sozusagen oben raus, ja? Mhm. Und viele Menschen wissen das nicht. Es gibt, glaube ich, auch nur 300.000 Menschen in Deutschland, die davon betroffen sind. Ja. Also je mehr Informationen über solche Krankheiten in die Öffentlichkeit gelangen, desto besser natürlich. Insofern genau, und da gibt es eben, das kann man auch mal sagen, es gibt eine Seite für Betroffene, die heißt einfach www.dccv.de, das ist so eine Selbsthilfegruppe, wo man sich halt informieren kann über die Sachen. Ja. Also du bist gut informiert, das merke ich schon. Nach all den vielen Jahren hast du dich ja genauso damit auseinandergesetzt wie dein Freund. Ja, klar. Ich möchte dich bitten, dir recht, also deinem Freund sehr herzliche Grüße von mir auszurichten und vor allen Dingen gute Genesungswünsche. Und wenn ihr beiden in Urlaub fahrt, jetzt am 15. fliegt, dass das alles gut läuft. Mhm. Und da das natürlich auch bei der Erkrankung, wie du gerade auch schon richtig sagtest, die Seele eine ganze Menge mitspielt, wäre natürlich schön, wenn der Urlaub gut laufen würde. Vielleicht stabilisiert ihn das auch ein wenig in seiner Erkrankung. Ja, klar. Wünsche dir und euch beiden alles Gute und Respekt, dass ihr beiden so zusammenhaltet. Das finde ich sehr toll. Schöne Grüße nach München. Ja, klar. Okay, und ich wollte dir noch sagen, du machst echt eine super Sendung und wir haben uns schon mal vor, ich weiß nicht, 8, 9 Jahren unterhalten. Sag los.
Und damals ging es um, das Thema war, gibt es ein, also ein Nahtoderlebnis. Ah, ja. Genau. Das aber ist lange her. Lange her. Lieber Thomas, alles Gute wünsche ich dir. Ich wünsche dir auch alles. Dankeschön, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema beobachtet. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die schon mal heimlich beobachtet wurden. Von einer einzelnen Person, vielleicht von einem Nachbarn oder aber auch vom Arbeitgeber. Stichwort Lidl. Oder ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die selbst heimlich beobachten. Also die vielleicht, oder beobachtet haben, die vielleicht heimlich ein Verbrechen beobachtet haben oder die gerne mal aus dem Fenster spinksen und in die Nachbarswohnung, wenn so die Nachbarin abends nach Hause kommt und sich auszieht und vergisst, die Vorhänge vorzumachen. Naja, also gerne möchte ich mit Menschen sprechen, die beobachten oder die beobachtet wurden. Morgen könnt ihr uns anrufen, wie immer ab 0 Uhr oder mailen rund um die Uhr und um 1 Uhr geht's dann wie immer los. Christian, hallo Christian, 27. Hallo Domian. Hallo Christian, was ist dein Thema? Bitte? Kannst du mich verstehen? Ja, sehr gut. Ausgesprochen gut. Was ist dein Thema, Christian? Ja, also ich hatte ja gerade schon mal mit deinen Kollegen gesprochen. Also ich möchte dir mal mit dir unterhalten über ein sehr seltenes psychisches Krankheitsbild, was ich habe. Hm. Und zwar ist das so, der Fachbegriff nennt sich dafür Lactatio Capitis. Ich weiß nicht, ob dir der bekannt ist, dieser Begriff. Nee, ist mir nicht bekannt. Und bei mir geht das quasi so, also seit ich denken kann, also seit ich Kind bin, habe ich so eine Zwangsstörung, dass ich immer mit dem Kopf schütteln muss. Und zwar fängt das an, damals als Kind, vor dem Schlafengehen. Also du musst dir vorstellen, ich habe im Bett gelegen und hat quasi dann so lange mit dem Kopf hin und her gerollt, bis ich dann halt von selbst dann irgendwann eingeschlafen bin. Mhm. Also das heißt, hin und her gerollt, auf dem Kissen hin und her gerollt? Genau, auf dem Kissen, genau. Mhm. Einfach nur immer so hin und her? Genau, manchmal habe ich vielleicht, ich glaube früher, manchmal habe ich auch dabei gesungen. Also ich habe das wirklich seit ich denken kann. Also seit sehr schnell? Ich merke schon, wenn ich das jetzt ein paar Mal mache, da wird mir schon fast ein bisschen schwindelig. So ja, schlimm also, ist es nicht, aber... Ich sehe dich jetzt im Bildschirm noch, ich habe nur den Ton halt ausgestellt. Ja. So, jetzt hast du nur ein bisschen hin und her geschwenkt. Ja. Also du musst jetzt wirklich dir vorstellen, als wenn du jetzt deinen Kopf, sagen wir mal, auf den Tisch legen würdest, nach oben gucken würdest und dann hin und her rollen. Mhm. Oder sagen wir mal, wenn du dich jetzt an eine Wand stellen würdest und im Kopf hin und her rollen würdest. Aber ich mach's halt im Liegen. Ja gut, Aber du machst es nicht nur im Liegen? Nur im Liegen. Nur im Liegen. Immer wenn du liegst. Immer wenn ich liege. Ja. Gut. Bis heute? Bis heute. Und das Schlimme ist halt dann, dass das so ab der Pubertät angefangen ist, dass ich das permanent gemacht habe. Nicht mehr nur vorm Schlafen gehen, sondern dass ich mich dann wirklich vorsätzlich auf den Boden gelegt habe. Also auf dem harten Fußboden. Ach so, mitten am Tage? Auch mitten am Tage oder abends. Und hast gerollt? Genau. Hast du den Kopf gerollt? Meistens ist das dann so, dass ich dann, also eigentlich immer, ich mache dann meine Stereoanlage an, lass Musik laufen. Mhm. Also entweder Radio oder klassische Musik, was auch immer, und roll dann halt immer mitten im Takt hin und her dann. Also nochmal gefragt, wie ich es gerade schon angedeutet habe, wird dir nicht schwindelig dabei? Nee. Nee? Was für ein Gefühl ist das? Ich meine, das mache ich ja schon jahrelang. Ich meine, ich bin 27 Jahre alt. Ja, ja. Was für ein Gefühl ist das denn dann für dich, wenn du das machst? Ist das ein schönes Gefühl? Also ich sag mal so, also ich bin auch schon in Behandlung deswegen gewesen. Also ich bin auch schon mal in stationärer Therapie gewesen und gut, zur Zeit nehme ich halt wieder Medikamente dagegen. Beantworte mal meine Frage. Ist das ein schönes Gefühl? Es ist, um Spannung abzubauen halt. Also ich verstehe das so, genauso wie jetzt ein, sagen wir mal, wenn ein Ritzer jetzt sich in den Arm ritzt, um seine Spannung abzubauen, muss ich halt dieses Kopfschütteln machen. Also es ist auch medizinisch eine Zwangsstörung. Wie lange machst du es denn dann in der Regel, wenn du dich tags einfach auf den Boden legst? Sind das 5 Minuten oder eine halbe Stunde? Nee, also früher war es schon richtig schlimm. Da habe ich das einen ganzen Nachmittag teilweise fabriziert. Da ging das so um die 3-4 Stunden. Wahnsinn. Hast du die Augen auf währenddessen? Ja, ich hatte immer die Augen auf. Und starrst dann an die Decke? Ja, die Augen bewegen sich ja mit. Mhm. Ja, und danach, wenn du dann aufhörst, wie fühlst du dich dann? Ja, manchmal fühle ich mich halt gut, also die Spannungen sind dann weg. Manchmal fühle ich mich auch total schwindelig. Mhm. Und muss mich halt wieder ein bisschen regenerieren. Also man gerät schon in so eine Art Trance-Zustand. Mhm.
So ganz aktuell, wie oft passiert es? Jeden Tag. Jeden Tag mehrmals? Wie bitte? Mehrmals am Tag? Ja, entweder mache ich das eine längere Zeit oder ich mache es halt nach dem Aufstehen oder dann halt wieder und dann wieder vorm Abend gehen. Also es kann entweder eine lange Zeit auf einmal sein oder halt zwei, dreimal am Tag verteilt. Aber auf jeden Fall immer beim Einschlafen? Ja, der Ursprung liegt vorm Einschlafen. Vorm Einschlafen eigentlich grundsätzlich immer, stimmt. Und schläfst dann darüber ein? Nee. Ich lege mich wirklich im Moment nur noch vorsätzlich auf den Boden. Ich mach's halt auch. Achso, du machst das nicht im Bett beim Einschlafen? Nein. Im Bett mache ich das überhaupt nicht mehr. Ach so, auf dem Boden machst du das. Genau. Das fing zwar im Bett an in der Kindheit. Ich weiß, das ist ein bisschen schwierig zu erklären, weil das halt so. Ja, nö, eigentlich nicht. Aber ich mach's halt wirklich nur noch auf dem Boden und abends hast du recht, vorm Schlafengehen grundsätzlich nur, ich mach's halt in Klamotten und dann stehe ich halt auf, putz mir die Zähne und gehe ins Bett. Und dann kannst du im Bett auch ganz ruhig liegen, das geht. Das geht dann. Ja. Hat diese Erkrankung Nebenerscheinungen, Nebenwirkungen? Ja, aufs Leben halt. Ne? Ja, abgesehen von, meine, körperlich. Körperlich ist das so, dass ich mir natürlich eine kahle Stelle am Hinterkopf. Ach, du hast eine kahle Stelle? Wie bitte? Du hast eine kahle Stelle am Hinterkopf, deshalb? Also die Haare sind da ausgefallen, weil ja, du immer... Irgendwann fallen die Haare dort halt aus. Weil man überlegen, immer, wenn du da immer hin und her scheuerst. Ja, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Natürlich, ja. Wenn man das immer und immer wieder macht. Dass man die kahle Stelle permanent sieht und es spricht mich jetzt auch keiner drauf an. Also meine Umgebung weiß es nicht, dass ich es mache, ja. Wer weiß das denn in der Umgebung überhaupt? Meine Familie weiß es schon. Ich bin jetzt so ein Typ, der noch zu Hause wohnt. Ja, gut, Hotel, Mama. Ja. Aber gut, Familienmitglieder wissen es schon. Ja. Also gut, meine Mutter ist klar und meine Eltern, die haben es ja gesehen, auch seit der Kindheit. Du hast gerade, als ich fragte, welche Nebenwirkungen so hat das, und da sagst du, aufs Leben hat es sehr gravierende Nebenwirkungen. Welche Wirkungen sind das bezogen auf das Leben? Ja, also muss man, zum Beispiel, ich habe jetzt letztes Jahr mein Studium abgeschlossen. Was hast du studiert? Ich bin Diplom-Ingenieur, also ich habe Verfahrenstechnik studiert. Also ich habe es auch abgeschlossen, nicht abgebrochen. Ja. Und ja gut, ich habe jetzt auch länger studiert und ich muss sag dir ganz ehrlich, das kann ich darauf zurückführen. Weil? Ja, weil ich teilweise Ängste ja dadurch überstanden habe, zum Beispiel vor Klausuren, vor Prüfungen. Ich habe irgendwie, musste ich das zwanghaft so oft machen, dass ich teilweise gar nicht mehr lernen konnte. Ich wusste, muss dir vorstellen, ich weiß genau, ich muss lernen, ne? Das heißt, wenn du in eine große Anspannung vor einer Klausur oder vor einer Prüfung bist. Das heißt, dass du am Abend vorher immer und immer wieder dich auf den Boden legst und den Kopf rollst. Das Blöde ist ja eigentlich, du musst dir vorstellen, du hast eine Prüfung und man weiß ja, man muss sich gerade im Studium rechtzeitig darauf vorbereiten. Ja, bei mir ist das dann teilweise so schlimm gewesen, dass ich mich irgendwie nur ein paar Stunden oder so darauf vorbereitet habe und dadurch bin ich natürlich oft dann durchgefallen. Ja gut, irgendwann, wenn man dann einen letzten Versuch hat, das hatte ich jetzt zweimal, dann muss man ja durch. Aber nun hast du dein Studium... Körper, dann sage ich mal, wieder zur Vernunft gekommen. Ne? Ja, aber nun hast du das Studium abgeschlossen und das hast du ja schon mal in der Tasche. Naja, mein Studium habe ich in der Tasche. Stichwort Liebe, Beziehung. Wie bitte? Stichworte Liebe und Beziehung. Ja, kann ich dir sagen. Ich bin noch Jungfrau. Und ich hatte mit meinem ganzen Leben noch keine feste Beziehung. Also ich bin auch heterosexuell, ich bin jetzt nicht homosexuell. Ja. Ich muss nur zugeben, dass ich einen bestimmten Fetisch habe, wo ich jetzt nicht unbedingt drüber reden möchte. Ach so, das kommt auch noch hinzu. Ja. Das verkompliziert die Lage zusätzlich noch. Ja, das kompliziert die Lage wirklich zusätzlich noch. Da muss ich ehrlich sagen, weiß kein Bekannter Bescheid. Das macht mich aber neugierig, aber ich will dich gar nicht weiter hier löchern. Ja gut, ich kann ja das Stichwort Füße sagen, so selten ist das nicht. Ja, das ist doch nicht so selten. Wir haben nur ganz viele. Ja. Geht ja noch. Ich hatte schon was viel Gravierenderes jetzt gedacht. Ja, gut, da gibt es genug Internetseiten auch. Christian, das hört sich alles wirklich sehr, sehr bedrückend an, finde ich. Das ist im Nachhinein bedrückend. Also. Ja, was? Du hast jetzt das gerade schon gesagt, dass du warst in medizinisch, psychotherapeutisch, psychiatrischer Behandlung. Ja, das ist so eine Sache auch jetzt auch mit der Geschichte. Also bei mir war das so, als ich so 19 war, bin ich, gut, sage ich ganz ehrlich, da wollte ich mich umbringen, weil ich wusste, dass ich mein Abitur nicht schaffe. Ne? Also ich war dann auf dem Gymnasium und
Gut, in der ich bin dann von der Realschule aufs Gymnasium gegangen. Auf der Realschule hatte ich immer super Zeugnisse, auch super Noten. Mhm. Das war natürlich dann irgendwann auch für mich die Idealvorstellung, dann Abitur zu machen und studieren zu gehen. Mein Bruder war schon am Studieren, der hat Medizin studiert. Mhm. Das war natürlich damals auch irgendwo mein Vorbild. Und ich hatte immer halt vor, Chemie zu studieren. Da habe mir gedacht, so, jetzt mache ich mein Abitur nach. In der 11. Klasse lief das auch super. In der 11. Klasse hatte ich noch das beste Zeugnis aus der ganzen Klasse. Erzähl mal, welche medizinischen Sachen schon an dir gemacht wurden. Ja, warte, und jetzt komme ich darauf. In der 12. Klasse ging es dann bergab, schlagartig, mit den schulischen Leistungen. Mhm. Ja gut, und ich habe noch einen etwas konservativ eingestellten Eltern, wo es dann heißt, wenn du die Schule nicht schaffst, dann musst du halt eine Ausbildung machen und wiederholen und sowas. Das gibt's hier nicht. Mhm. Du hast gefälligst, deine ganzen Hobbys einzustampfen und so weiter, wenn du das noch schaffen willst. Ja, und dann habe ich irgendwann halt einen Abdreher gekriegt und wollte mich von einem bestimmten Tor runterstürzen. Mhm. Ja gut, das habe ich dann aber nicht gemacht. Und bist du aber dann dadurch dann in Behandlung gekommen. Ah, verstehe. In stationäre Behandlung. Aber alle Behandlungen, die bisher stattgefunden haben, haben dir nicht geholfen? Nicht direkt. Also ich kann das ja noch ein bisschen erzählen. Ich war dort in Behandlung gewesen, 8 Wochen. Mhm. Anschließend hat es dann wieder angefangen. Dann bin ich während meines Studiums zu einer studentischen Beratung gegangen. Mhm. Die hat mich dann weitergeschickt, dann richtig zum Psychiater, kein Psychotherapeut mehr. Mhm. Das war ein richtiger Psychiater, der mir dann Tabletten aufgeschrieben hat. Christian, ich muss dich mal unterbrechen. Ich möchte meine Regie bitten, einen bestimmten Knopf zu drücken, weil ich nämlich einen Ausfall habe im Kopf. Ja, jetzt bist du wieder da. Entschuldigung, Christian, das war ein kleiner technischer Defekt jetzt. Ja. Ich fasse mal zusammen. Da ist also viel medizinisch schon gelaufen. Ja. Bisher wenig erfolgreich. Ja, das Problem ist, ich habe teilweise eigenhändig medikamentöse Behandlungen unterbrochen. Ja. Wie soll es jetzt weitergehen? Was ist deine Vorstellung? Ja, ich sag mal so, meine Vorstellung, also eigentlich weiß ich, dass ich wieder in psychologische Behandlung müsste. Mhm. Aber ich komme irgendwie halt selber nicht in Quark. Und das Problem ist halt, dass ich immer noch glaube, das Problem selber in den Griff zu bekommen. Das wird wahrscheinlich ein Trugschluss sein. Ja. Wenn du das bis jetzt nicht geschafft hast, wirst du es auch nicht schaffen. Insofern finde ich natürlich, den Weg nochmal erneut und vielleicht aufgrund einer guten Recherche, wer nun wirklich für diese Krankheit der richtige Fachmann ist, das anzugehen, unbedingt richtig und wichtig, Christian, ja. Unbedingt. Ich weiß nicht, ob da wirklich jetzt nur Medikamente und ein Psychiater ausreicht. Also ein Psychiater, musst du dir vorstellen, ist halt nur ein Arzt, ne? Nicht unbedingt. Wie meinst du? Also bei mir ist das wirklich so, ich gehe zum Psychiater. Ja, was hast du? Ja, das und das und das. Ja, das ist ein seltenes Krankheitsbild. Normal verschwindet das in der Pubertät. Ja. Aber gut, sie fallen halt dann aus der Statistik raus, Herr Mayer. Und ja, okay, jetzt erzählst du von einem Arzt, so sollte es genau nicht ablaufen. Aber, das ist bei jedem Psychiater, das war beim Psychiater, wo ich davor war, genauso. Ja, es wird nicht bei jedem so sein. Deswegen, das ist das Schwierige, einen richtig guten zu finden oder einen richtig guten Menschen, der sich damit auskennt. Ich möchte dich auf jeden Fall animieren, so wie du mir das jetzt erzählt hast, und dir sagen, dass du das machen musst. Und wenn du auch bisher schlechte Erfahrungen gesammelt hast, ich glaube aufgrund dessen, was du mir erzählt hast, nicht, dass du es alleine schaffen wirst. Ich würde gerne, dass du jetzt aber noch ein bisschen weiter mit meiner Psychologin sprichst, weil uns die Zeit ein bisschen wegläuft. Ja. Die dir sicher auch nochmal ein paar detaillierte Auskünfte geben kann, wie du auf die Suche gehen kannst nach einem wirklichen, kundigen Menschen, was deine Krankheit betrifft. Ja. Ja, lieber Christian, dann würde ich dich bitten aufzulegen und du wirst von Anja zurückgerufen. Ja, okay, ich danke dir, Domian. Alles Gute wünsche ich dir. Ich bin froh, dass es deine Sendung gibt. Sehr nett von dir, dass du sagst. Vielen Dank. Okay, danke. Tschüss. Und hier ist, ja, Kathleen. Ist das richtig? Ja, ist richtig. Also nicht Kathleen, sondern Kathleen. Ja. Kathleen, 29, guten Morgen. Guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ja, weil ich habe ein riesengroßes Problem. Erzähl. Und ich weiß nicht, was ich machen soll, weil ich habe meinen Mann, meine Stiefmutter mit einem Flagranti erwischt. Dein Mann mit deiner Stiefmutter? Ja. Mhm. Infraganti erwischt. Ja. Erzähl mal, beschreib mal die Situation. Ja, ich war im ersten Moment, ich habe gedacht, nee, das kann nicht sein. Und dann hat das zweite Mal geguckt, da habe ich sofort Hass gespürt. Ich wollte ihn umbringen. Ja, Moment, wie war denn die Situation? Wo war es, wie war es, wie hast du es entdeckt? Ja, ich kam von der Arbeit ein bisschen früher nach Hause, weil mein Chef meinte, der Kathleen geht früher, weil er wegen Schwangerschaft und so. Ich sagte, okay, gehe ich früher. Bin ich früher gegangen. Ja, und dann
habe ich eben in die Küche ins Wohnzimmer und mein Mann ist eigentlich zu Hause, weil er arbeitslos ist. Mhm. Ja, und ein bisschen ins Wohnzimmer und weil er sagt, ich wäre zum Kollegen oder so. Versuch mal, ein bisschen langsam, ein bisschen deutlicher zu reden, sonst krieg ich es nicht mit. Also, du bist ins Wohnzimmer gekommen und dann? Ja, und dann dachte ich mir so, er ist bestimmt mein Freund oder so. Mhm. Und dann bin ich in die Küche gegangen. Mhm. Und dann habe ich sie auf dem Küchentisch erwischt. Auf dem Küchentisch? Ja. Hey, hey, hey. Auf dem Küchentisch. Dein Freund? Mein und Ehemann. Und dein Ehemann und dann deine Stiefmutter. Das ist ja starker Tobak. Ja. Und dann? Was hast du gesagt? Was hast du gemacht? Wie hast du reagiert? Ich habe meine Mutter angeschrien. Ich hasse sie. Ich will sie nie wieder sehen. Meine Mutter hat Tränen ausgebrochen, hat mir alles gestanden, dass es schon seit einem Jahr geht, so. Wenn ich in der Arbeit bin. Ach, das hat sie dir in der Situation in der Küche gestanden? Ja. Und mein Ehemann, der hat gesagt, kommt nie wieder vor und so. Ich weiß, was du damals auch gesagt hast, wir waren frisch zusammen und da hat er mich schon mal betrogen gehabt. Wie alt ist dein Ehemann, wie alt ist die Stiefmutter? Mein Ehemann ist 30, meine Stiefmutter ist 53. 53. Was hast du für ein Verhältnis bisher gehabt zu der Stiefmutter? Gutes, sehr gutes, ja. Bist du bei dieser Frau auch aufgewachsen? Nee, das ist einfach nur die Ehefrau von meinem Vater. Ja, ja. Ich war eben auch bei meinem Vater, aber eigentlich bin ich bei meiner Mom aufgewachsen. Ach so. Mhm. Aber ich habe mich eigentlich sehr gut mit ihr verstanden und sie hat meinen Ehemann auch gleich gemocht gehabt. Deswegen habe ich gesagt, ist doch gut, dass meine Familie meinen Ehemann mag. Mhm. Jetzt habe ich gerade nicht, wenn du es gesagt haben solltest, nicht richtig verstanden. Wann hast du sie erwischt? Kurz nach meinem Geburtstag im Februar. Im Februar, in diesem Jahr. Genau. Ja. So, und sie hat gestanden, das geht schon seit einem Jahr so, das ist ja ganz heftig. Ja. Wie ist denn jetzt die Stimmung zwischen dir und deinem Mann? Ich habe jetzt erstmal keinen Kontakt mit ihm. Ich habe gesagt, ich brauche eine Pause. Hm? Weil ich weiß nicht, was ich machen soll. Weil meine Freunde sagen alle, lass ihn weg und vergiss ihn und so ein Scheiß. Das finde ich einen anderen Mann. Aber ich habe ein Kind von ihm erwartet, schon das zweite. Und ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Wo bist du denn? Bist du von zu Hause dann weggegangen oder wie? Nee, ich habe ihn sozusagen rausgeschmissen. Du hast ihn rausgeschmissen? Ja, ich habe gesagt, du gehst jetzt irgendwie weg und ich habe keine Lust mehr drauf. Ich muss alleine sein. Verstehe. Wo ist er? Weiß ich nicht. Bei seinem Vater vielleicht, bei seinen Freunden oder keine Ahnung. Ach so. Seit Februar rausgeschmissen, jetzt haben wir schon Anfang April. Mhm. Hat er denn versucht, dich zu erreichen, mit dir zu sprechen seitdem? Ja, jeden Tag ruft er mich an und sagt, ich liebe dich, bitte verlass mich nicht. Und hier und da, ich werde dich nie wieder betrügen, ich werde der beste Vater für unsere Kinder sein und hier und da. Und du bist gerade schwanger? Ja. Im wievielten Monat? Im siebten. Im siebten? Ja. Oh Mann, dann dieser Stress und diese Aufregung. Ja, und ich habe auch schon jetzt ab und zu mal Wehen gekriegt. Mhm. Das ist gar nicht gut eigentlich. Das andere Kind ist wie alt? Das ist jetzt zwei. Zwei. Um die kümmerst du dich auch, um das Kind? Ja. Mhm. Und mein Chef hat mich jetzt erstmal für Zeit beurlaubt, weil ich habe ihm das so erzählt, weil mein Chef und ich kommen sehr gut zurecht. Mhm. Dann habe ich jetzt erzählt, sehr gut, dann beurlaube ich dich erstmal für geraume Zeit, weil du bist sowieso schwanger, darfst sowieso nicht arbeiten. Mhm. Und deswegen bleib erstmal zu Hause, bis alles geklärt ist. Abgesehen jetzt von der großen Verletzung, die dein Mann dir, ist ja nicht verantwortlich ist für die große Verletzung, die er dir zugefügt hat. Ist da dennoch ein Gefühl für ihn da? Ja. Schon auch ein, also man kann sagen, ein Liebesgefühl. Ja, auf jeden Fall. Du bist nur wahnsinnig verletzt. Ja, und ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Ich kann das total verstehen. Wenn der das ein Jahr lang gemacht hat und dann mit deiner Stiefmutter, das ist ja alles irgendwie noch schlimmer und noch unappetitlicher und noch furchtbarer. Eben. Dann ist man erstmal aus den Schuhen geschlagen. Ja. Wie hat sich denn die Stiefmutter verhalten seitdem? Die kommt immer zu mir an und entschuldigt sich und will mit mir reden, lass uns in den letzten Beiträgen darüber reden, aber ich block den Kontakt total ab. Ach, die kommt dann sogar zu dir in die Wohnung? Ja, die will in die Wohnung rein, ich lasse sie aber nicht rein, weil das sehe ich nicht ein, weil die ist mit meinem Vater zusammen, aber hat was mit meinem Ehemann. So, jetzt hast du das Stichwort gebraucht. Was ist denn mit deinem Vater? Weiß der das? Nee, der weiß es nicht. Bist du denn da nicht auch im Konflikt, den aufzuklären, was mit seiner Frau los ist? Ja, schon, aber mein Vater ist eben, er kann schon aggressiv werden oder er hat selber Herzprobleme. Hm. Und wenn er sich zu aufregt, hat er Herzinfarkt. Er hat schon 7 Stück. Ach du je. Und deswegen will ich Ihnen das eigentlich gar nicht so sagen. Deswegen wollte ich erstmal so hier fragen, was ich machen kann und wie ich es am besten beibringen kann. Ja. Weil ich kann nicht hingehen und du sagen, ja Papa, deine Frau hat das mit meinem Ehemann. Mhm. Hat sie nicht Angst, dass du das ihm sagst? Nee, weil sie weiß, dass ich mir so eine Sorge mit Papa mache, weil mein Papa geht's richtig schlecht. Mhm. Also es geht ja auch erstmal darum, dass du irgendwie Ordnung in dein Leben kriegst.
Ja. Ne? Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste im Moment. Wie verhältst du dich deinem Mann gegenüber? Wie lange seid ihr verheiratet schon? Seit 4,5 Jahren. Und vorher auch noch eine ganze Weile gekannt? Ja, wir waren 10 Jahre zusammen. Ach so, insgesamt 10. Verstehe. Hm. Wie erklärt er dir das denn, was da vorgefallen ist? Es war ein Ausrutscher. Ja gut, aber es ist doch nicht ein ganzes Jahr ein Ausrutscher, wenn es mal einem... Meine Mutter, also meine Stiefmutter hat ihn ja so angebaggert und er konnte ja nie so wirklich widerstehen, weil meine Stiefmutter so gut aussehen. Aber das ist doch so. Völliger Quatsch. Ja, ich glaube, es war nur, er hat das, meine Stiefmutter, dann war ich eben, wo ich schwanger war, eben, da bin ich eben, sag ich mal, wegen Hefekuchen aufgegangen. Ja. Das war verständlich. Achso, das heißt, dass da warst du für ihn sexuell nicht attraktiv und da hatte sich genau. die Stiefmutter. Also sehe ich das, ja. Mhm. Aber er sagt, nee, das stimmt nicht. Du bist meine Traumfrau, ich liebe dich über alles. Bist du sicher, dass da vielleicht nicht noch was anderes gelaufen ist, neben der Stiefmutter? Ja, da habe ich ihn wirklich gefragt gehabt. Und ich so, wenn du mich jetzt anlügst, eiskalt, du darfst deine Kinder nie wiedersehen. Mhm. Und du wirst mich nicht wiedersehen. Ich verpiss mich dann hier aus Deutschland. Mhm. Weil mein Vater kommt selber aus Amerika und deswegen, ich hatte jede Chance, nach Amerika zu gehen jetzt. Also er hat gesagt, sonst ist nichts gelaufen. Ja. Ich meine, sonst, ich meine, das würde es ja fast gar nicht mehr noch schlimmer machen. Es ist ja schon schlimm genug, was passiert ist. Ja, eben. Wir wissen nicht und wir wollen vielleicht auch gar nicht wissen, wie oft er mit deiner Stiefmutter geschlafen hat. Das will ich auch gar nicht wissen. Nee. Das ist mir übel und... Ja. Also, ich hab sie einmal erwischt, dann ging es mir sowieso schlecht. Geht mir immer noch, also, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist jetzt wirklich die Frage. Du sagst, da ist schon ein Liebesgefühl noch da für diesen Mann. Er ist der Vater deiner Kinder. Wie könnte der das schaffen, wieder Vertrauen aufzubauen? Denn das müsste er machen. Von ihm müsste ganz, 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 ganz viel kommen, wenn du das möchtest. Er müsste mich mal unterstützen und einfach immer sagen, du Schatz, ich bin bei dir und wirklich bei mir sein. Und nicht mal sagen, so Schatz, ich habe jetzt mal keine Lust, ich gehe jetzt mal zum Kollegen, weil ich will jetzt was trinken. Mhm. Ja, ich gehe jetzt. Ich komme in einer Stunde wieder. Nach 3 Tagen kommt er dann wieder. Ach so. Ja, so ist das gewesen damals. Ne? Hast du ihm solche Sachen auch schon am Telefon gesagt, dass dich das wahnsinnig stört? Wäre er denn bereit, sich da auch zu verändern? Ja, er meinte auch so, er ist ja kein Problem, wir könnten auch zusammen nach Amerika gehen. Ja, gut. Aber das Ding ist, das löst das Problem ja nicht. Ja, das ist ja nur Quatsch. Also, der wird ja, wenn er nach Amerika geht, kein anderer Mensch sein. Eben. Das ist nicht das er müsste dir glaubhaft rüberbringen, das hat für mich jetzt auch so einen Schock ausgelöst und ich bekenne mich zu dir und ich möchte wirklich alles gut machen und versuche, mich ordentlich zu verhalten. Hast du den Eindruck, dass er so einen Wandel gerade vollzieht? Ja, er ist schon gerne, der trinkt keinen Alkohol mehr. Er ist jetzt soweit ich weiß, von seinem ganzen Freund, aber ich bin auch gut mit dem befreundet, er trinkt keinen Alkohol mehr, er guckt keinen anderen Frauen mehr hinterher, gar nichts mehr. Aber es sind eben Freunde von ihm und die können ihn da schon schön reden. Klar. Will ich das wirklich sehen. Verstehe. Was müsste denn von deiner Seite, was müsste passieren, dass du sagst, okay, ich geb dem und uns nochmal eine Chance. Was müsste er tun? Er könnte eigentlich nichts tun, weil ich habe schon eine Freundin zu einem beauftragt, dass sie ihm hinterher spionieren soll. So ein bisschen gucken, was er so macht und so. Und wenn er sagt, ich betrüge dich nicht, ich habe dich schon seit dem Tag nicht mehr betrogen. Und meine Freundin sagt, das stimmt, Kathleen, dann wäre das schon gut. Das wäre schon besser, ja. Also im Moment lässt du ihn beobachten quasi. Genau. Von der Freundin. Ja, und von noch ein paar anderen Freunden noch. Und wie lange willst du das noch machen? Ich gucke mir so 1-2 Monate an und dann... Und dann entscheidest du? Ja. So sie weiß ich, wie ich entscheiden soll. Weil wenn sie sagen, er betrügt dich nicht mehr, bloß das ist das Ding, er hat das mit meiner Stiefmutter gehabt. Ich weiß nicht, wie sie reagieren soll, falls man zur Geburt, dass sie dann alle zusammenkommen, mir gratulieren, dann stehe ich meine Stiefmutter, da steht nur mein Ehemann. Ja, das ist wirklich kompliziert. Du musst erstmal eine Entscheidung treffen, was deinen Ehemann anbelangt. Da musst du eine Entscheidung treffen, wie verhältst du dich deiner Stiefmutter gegenüber. Dann ist die Stiefmutter mit deinem Vater zusammen, der schwer herzkrank ist. Also eine ausgesprochen komplizierte Situation. Ja. Jetzt ist meine Sendung gleich zu Ende. Wir hören die Musik schon. Ich finde erstmal die Vorgehensweise gar nicht mal so falsch, dass du sagst, ich warte mal jetzt noch 1-2 Monate. Guck mal, was in dir weiter so vorgeht. Und vor allen Dingen lässt du dir erzählen, was die anderen so mitkriegen von ihm, ob er das auch ehrlich meint.
Und wenn er es ehrlich meint und wenn du den Eindruck hast, ja, der hat sich vielleicht wirklich jetzt verändert, dann wäre es vielleicht schon schön, ihm nochmal und euch nochmal eine Chance zu geben. Aber ganz toll wäre das wahrscheinlich oder sehr wichtig wäre es, wenn ihr vielleicht auch noch zu einer Eheberatung gehen würdet, bei so einer komplizierten Angelegenheit. Ja, habe ich auch schon vorgeschlagen. Kathrin, ich muss Schluss machen, wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Ja, okay. Leg mal auf, wir melden uns gleich nochmal. Tschüss. In der Technik Axel Düllmann. Morgen heißt unser Thema Beobachtet. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen, 1 Uhr ARD 1 Fest.